ADAC Bayern Rallye Oberland 2005. Mit der Rallye Oberland im bayerischen Schongau veranstaltete der ADAC Südbayern den Saisonauftakt zum Mitropa Rallye Cup 2005. Bereits zum 41. Mal wird dieses Jahr der Mitropa Rallye Cup ausgetragen, den schon Rallye-Legende und Weltmeister Sandro Munari gewinnen konnte. Mit den neu hinzugekommenen Rallyes der Hella Saturnus Rally in Slowenien und der Bohemia in Tschechien erwartet uns nicht nur beliebte und interessante Veranstaltungen, sondern auch das zusätzliche Engagement der Fahrer. Hochmotiviert startet auch wieder Hermann Gassner in die neue Saison. Sein Ziel in diesem Jahr ist eindeutig, den Cup und die Meisterschaft wieder zurückzuholen. Harte Gegner findet er aber in allen Klassen vor. Ob in der deutschen Rallye-Meisterschaft mit Matthias Kahle oder in der Mitropa-Wertung mit dem Italiener Claudio De Cecco. Zum ersten Mal dabei ist der Slowene Tomasz Kaucic mit seinem Subaru Impreza. Seine deutschen Fans können sich freuen, denn beim Start im Oberland soll es für ihn nicht bleiben. Er startet ebenso bei der Hessen Rallye Vogelsberg in Schlitz. Auch der österreichische Staatsmeister Raimund Baumschlager hat sich im Mitropa Rallye Cup eingeschrieben, um es den Gegnern schwer zu machen. Fährt aber bei der Oberland Rallye nicht mit, um seine Pflichten als Teamchef zu wahren und den neu ins Team gekommenen Rundkurs-Champ Toto Wolff starten zu lassen. Eine besondere Chance bietet sich gerade kleineren Privatfahrern im Mitropa Cup. Durch die nenngeldfreien Starts bei den ausländischen Veranstaltungen können sich die Amateurteams gerade aufs Fahren und Schrauben konzentrieren. Das Hauptproblem bei der diesjährigen Oberland bestand aber mehr im schwierigen Geläuf. Starker Wind, Schnee, Eis und das in Deutschland bestehende Verbot fürs Bikereiten machten es fast zur Nebensache, in welchem Fahrzeug man unterwegs war. Als Held der Rallye zeichnet sich natürlich dann der aus, der im PS-stärksten Hecktriebler die Herausforderung annimmt, geradeaus zu fahren. Joni Werner im Porsche GT3. Wir danken dir für die Show. Fahrerstatements. Onboardaufnahmen. Rallye Action. Erleben Sie mit Frechfilm.com die 11. ADAC Bayern Rallye Oberland und den gesamten Mitropa Rallye Cup 2005. Viel Spaß dabei wünscht Ihnen Ihr Christian Schöpfner. Na gut, die Problematik ist halt eindeutig, es ist im Moment am Tauen. Heute Abend wird die ganze Geschichte wieder anziehen, dass alles wieder frieren tut. Und die Problematik ist halt generell, was willst du fahren? Wenn du breit gehst, wird es very slippery, sagen wir auf Englisch. Gehst du schmal, ist es noch brutaler. Du hast zwar auf dem losen Untergrund, das heißt Schneematsch, Schnee hast du halt festen, guten Grip. Beim Anbremsen wird es problematisch auf feuchten, trockenen Stellen. Das ist ein Pokerspiel ohne Ende in dem Moment. Es ist heute vertreten Pirelli, Michelin und Matador. Warum habt ihr die besten Reifen? Na gut, Michelin ist schon über Jahre jetzt in der Rallye-WM vorne. Die Pirelli ziehen ja auch mit in der Rallye-WM und der Kunde orientiert sich halt nach dem, was oben gefahren wird. Das ist halt schon immer so gewesen, wird sich auch nie ändern. Raimund, du bist eigentlich für die Oberland eingeschrieben, aber fährst nicht. Warum nicht? Ja, gibt es eine relativ einfache Erklärung. Wir haben sogar das Nenngeld bezahlt und bei der Rallye Schumava ist der Toto Wolff zu uns gekommen und hat gefragt, ob er eben die Oberland-Rallye und die gesamte österreichische Meisterschaft sowie den Mitropa Cup bei uns fahren kann, ob wir Platz haben für ihn. Und ja, wir haben kurz überlegt, kurz diskutiert und dann ganz einfach gesagt, gut, das können wir tun, nur muss halt ich auf den Start verzichten, weil wir es einfach vom Personal her und von der ganzen Logistik her in der kurzen Zeit nicht geschafft hätten, beide Autos richtig zu revidieren und vor allem auch den Einsatz richtig gut zu bestreiten. Jetzt bist du trotzdem hier im Oberland als Teamchef. Was haben denn die beiden Red Bull Junioren hier für Chancen? Ja, Chancen. Ich meine, man muss jetzt eines sehen, dass die beiden vor einem Jahr überhaupt noch nicht Rallye gefahren sind und für die natürlich jede Rallye irgendwas Neues mit sich bringt. Und hier ist jetzt speziell ja, ganz was Schlimmes eigentlich, dass wir ohne Spikes auf Schnee fahren. Und das ist bei Gott nicht lustig. Und ich habe da einfach, glaube ich, ganz eine klare Order ausgeben, drüber fahren, lernen. Und unterm Strich wird zusammengezählt. Und ich denke mal, das ist das Wichtigste und auch das, was man denen zugestehen muss, dass sie bei jeder Rallye, wo eine neue Situation ist und neue Verhältnisse sind, einfach lernen müssen. Zudem haben wir wirklich viele verschiedene Rallyes ausgesucht jetzt seit Juni und das ist halt wieder eine Erfahrung mehr. Und ich sage mal, wenn wir dann noch Zypern, Türkei, Deutschland und England haben, dann kennen sie alles und dann können wir mal richtig was verlangen. Aber ich muss sagen, die Leistungen bisher sind eh sehr, sehr, sehr gut, eigentlich besser als erwartet in der kurzen Zeit, wo sie fahren. Also wenn sie auf der Straße bleiben, glaube ich, haben sie alles richtig gemacht. Ja, jein. Was mir ein bisschen stört, ist einfach, dass man halt ohne Spikes fährt. Aber gut, das ist jetzt so in Deutschland, muss man auch damit leben. Aber ich habe jetzt vor 3 Tagen einen Test gefahren ohne Spike und ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich nicht mehr lustig dann. Weil du verschätzt dich bei Bremswege nicht um 5 oder 10 Meter, sondern gleich um 30, 40 Meter. Und es ist halt mitunter nicht sehr, sehr angenehm, wenn man dann da drinnen sitzt. Danke.